Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einer neuen Folge von Graveyard Keeper mit den ganzen DLCs. Wir sind ausgeruht. Wir haben letztes Mal ganz viele Technologien erforscht und die müssen wir mal gucken, dass wir die in dieser Folge umsetzen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Die 35. Folge ist das, dann schauen wir doch mal, was hier so geht oder nicht geht. Wir hatten, ja, ich glaube, wir machen erstmal den Ofen 2, oder? Den hatten wir doch hier jetzt zugange. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen dafür Steine, komplexe Eisenstücke und Schweinslederhaut. Okay, vielleicht machen wir die doch nicht. Eisenerzlager, okay. Das haben wir noch gar nicht, ne, oder? Wir haben hier ein Holzlager und Steinlager. Okay, warte mal, hier ist noch ein Punkt. Den holen wir erstmal ab und da haben wir noch einen Eisenbahn. Okay. Können wir hier irgendwo komplexe Dinge fertigen? Einfache Erzstücke. Und hier gibt es die Werkzeuge. Holzmarkierung und Balken und Holzscheit. Hier sind die anderen Sachen. Grabstein, Steinumrandung. Steinreparaturwerkzeug. Und kann aus eisernen Werken gewonnen. Okay. Keramikschüsseln können wir da machen. Aber das hilft uns erstmal alle nicht weiter, ne? Da unten brauchen wir ganz viele Samen. Ja. Wir gehen mal in den Keller, glaube ich, noch und gucken, was wir da neu haben. Ach so, die Werkbank habe ich noch geguckt, nicht, ne, oder? Ach, Öl war da, ja, Politurpaste. War das, was wir haben wollten? Ich glaube nicht. Wir wollten mit dem Öl irgendwas anderes haben. Eisenmeißel? Was ist das, ein Eisenmeißel? Da können wir dann aus Stein was basteln wahrscheinlich, oder? Ne, aus Holz. Okay. Eisenrüstung. Holzreparaturwerkzeug, da brauchen wir hier was für. Politurpaste. Ich weiß gar nicht. Haben wir die schon gemacht? Ist aber erstmal nicht spielentscheidend. Ja, da müssen wir mal gucken, wie weit das da unten noch hält alles. Amboss. Ah, die komplexen Eisenstücke können wir auch machen. Wir müssen aber dafür diese erst machen. Ah. Fertigen mit... Ach nee. F war es nicht, E. Können wir nichts mehr aufnehmen, auch gut, ne? Gucken wir erstmal hier rein. In der Truhe ist das. Können wir auch alles rüberschmeißen. Das Öl haben wir hier noch mit. Wir können zum Öffnen der westlichen Seite des Friedhofs verwenden. Okay, haben wir eine Rolle schon? Wusste ich gar nicht. Komplexe Eisenstücke haben wir schon 7 Stück. Okay. Sind das komplexe? Ne, das waren einfache Eisenstücke. Ne, warte, am Amboss waren wir. Die haben wir jetzt gemacht. Und die braucht man für einen Ofen, oder? So war's. Ach so, da fehlt uns noch eins. 8 brauchen wir. Ne, da war's. Fertigen. Sehr schön. Jetzt haben wir die. Jetzt müssen wir den Rest noch gucken. Was war das? Wir brauchen noch 7 Steine und 2 Schweinslederhaut. 7 Steine. Da steht immer einer. Jetzt können wir die schon wieder nicht mehr aufnehmen. Ne? Das läuft ja wie im Länderspiel. Was können wir hier reintun? Polierpaste haben wir schon, okay. Da haben wir Glas.
Holz. Ist hier irgendwas, wo ich sagen würde, das kann hier bleiben? Dann würde ich hier eher hingehen und da noch Holz reintun in diese Kiste. Da ist auch schon sowas alles drin. Da geht schon gar nicht mehr rein. So viel Zeug haben wir hier mit. Dann heben wir mal gerade noch hier die zwei Steine auf. 7 brauchten wir dafür, ne? Finden wir hier oben Stein. Können wir den abbauen? Nein. Den können wir abbauen. Das wären dann 3. Sind wohl nur 4 oder was? Das waren. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug. 10 haben wir. Ist die Frage, wo der die anderen weg hatte. Aber wenn wir ja schon sind und wir die Energie noch haben, dann packen wir gerade den Rest auch noch hier ein. Sind das auch nochmal Steine? Sieht wohl so aus. Ja. Dann nimm die auch noch mit. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug. Hier können wir Gebet machen und meditieren und dann auffüllen hier, ne? Ist ja jetzt nicht. Oh, machen wir aufwachen, weil ich sehe gerade, wir sind ja bei dem Stern. Und bei dem Stern müssen wir ja Dingens machen. Gottesdienst, ne? Da fehlen uns 2 Schweinsleder heute und die gibt es ja unten sowieso im Dingens zu produzieren in der Kirche. Dann gehen wir doch da mal schnell hin, oder? Kann ich hier einen Gottesdienst anfangen? Kann ich bestimmt. Flüchtiges Gebet. Wie kriege ich denn jetzt hier einen Gottesdienst hin? Oder bin ich dafür zu spät? Tor. Hier ist nichts. Das können wir handeln. Kerzen, Ostien und das. Da geht nichts. Kirche ist auf, eintreten. Hier geht nichts. Sie kommen jetzt, okay. Erfolgschance war 90%. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, toll, toll. Ah, nur 2 toll? Ah, 2 Glauben, das reicht mir schon mal. Okay, 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 okay. Nochmal 2. Eure Spenden sind immer willkommen. Kein Geld von mir, kein Geld von mir, kein Geld von mir. Aber wir haben den Glauben gekriegt, das ist schon mal wichtig. Ah, das geht nur einmal. Wir müssen die Kirche auf Vordermann bringen. Wenn die Kirche hier schick ist, dann gibt es bestimmt auch Geld. Kerzenständer, Wandleuchte, das müssen wir alles mal machen noch, ne? Aber wir haben 4 Glauben, das ist schon mal gut. Musste man die Kerzen anmachen? Habe ich gar nicht drauf geachtet oder waren die an?
So. Kerzen können wir ja selber machen. Hanfseile können wir ja auch machen. Tinte fehlt uns das. Stift und Tinte fehlt uns nur die Tinte. Dafür müssen wir das aber alles haben. Schwarze Farbe ist klar. Schweinslederhaut. Brauchen wir zwei. Und die stellen wir jetzt her. Arbeiten. Ach, und wie gehabt, können wir nichts mitnehmen. Aber hier ist Platz. Da ist auch Hauen. Schweinslederhaut ist da auch drin. Lass den Glauben mal hier. Lass das Öl auch hier. Die Feder können wir, glaube ich, auch hier lassen. Das leere Papier, das auch mal hier. So, jetzt können wir das aufnehmen. Und jetzt können wir weitergehen zu unserem Zuhause. Und dort können wir dann den Ofen 2 machen, ne? Müsste ja eigentlich gehen, ne? Das Problem sieht sein, der geht nirgendwo hin, weil unser Grundstück nicht erweitert ist. Drehscheibe, Schneider, Hof vergrößern. Dafür brauchen wir komplexe Eisenstücke und Holzplanken. Holzplanken brauchen wir 3 und da brauchen wir nur noch 1. Das heißt, komplexe Stücke. Die können wir schon mal kriegen. Holzplanken, brauchen wir die für? Da brauchen wir die für. Holzplanken waren hier. Braucht man da 3 für? Weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Wir machen sie jetzt erstmal. Hä? Ich muss wahrscheinlich von unten kommen, damit ich das machen kann, ne? So sieht's aus. Naja, geht ja voran, ne? Was fehlt jetzt? Energie. Was haben wir dabei? Na. Nix von hier. Gehen wir in die Hütte. Fünf gibt das nur. Aber wenn wir die kochen, ne, dann geben die mehr, oder wie war das? Bringt uns hier was? Eigentlich schon, aber wir müssen gucken, wo, ne? Karottenschnitzel, da sind sie doch. Oh, ich habe wieder geschlafen, ne? Hätte ich wieder mehr machen können. Und das dauert hier ziemlich lange, ne? Bärensaft können wir machen. Burger geht nicht. Fisch würde gehen und hier geht auch nichts. Aber das ist gleich fertig. So, nochmal kochen. So viel will ich jetzt nicht machen. Ich mache mal 10er. Die können wir jetzt schon essen. Die gibt auch 15. Das hat ja was gebracht dann, ne? Sehr gut. Halber Balken voll, sogar mehr wie ein halber Balken und wir können hier weiterarbeiten.
Wieso kann ich jetzt keine Holzplanken mehr machen? Nicht genug Ressourcen, okay. Jetzt braucht man was? Wir wollten den ganzen vergrößern. Hof vergrößern. Können wir jetzt machen. Hof. Ach so, dann kann ich jetzt was aussuchen, was ich da hinbauen will, wenn ich den Hof vergrößere. Aber da fehlen mir natürlich jetzt 7 von den komplexen Werkstücken. Alles klar. Dahin. Dafür brauchen wir Eisen. Das müssen wir einschmelzen. Hätten wir wohl irgendwie die Möglichkeit, wenn wir hier Holz reinkriegen. Aber Holz haben wir auch nicht. Ach so, ich glaube, die Mauern waren vorher nicht. Der ist schon vergrößert, alles klar. Sehr schön, sehr, sehr schön. Was braucht man jetzt? Holz. Können wir noch nicht, aber den können wir, ne? Ja. Okay, das heißt, wir müssen Feuerholz erstmal machen. War das hier? Ja. Ah ne, nochmal. Ah, warte mal, das war verkehrt. Ich muss das... Ach ne, ein bisschen weiter runter. Jetzt kann ich den aufheben, muss den erst ins Lager legen. Damit ich den dann da benutzen kann, oder? Wie war das? Ach so, und da müssen wir noch Feuerholz machen. War das hier? Ne, ne? Ne. Das war dann hier. Dafür muss ich die machen. Die mache ich da, oder? Nee, auch nicht. Hä, wo tue ich denn? Ach so, da schneide ich hier, säge ich hier was von ab, ne? So ist es. So ist es. So, und jetzt kann ich hier das Feuerholz machen. Jetzt spalten wir das und dann ist es gut. Jetzt können wir hier was benutzen. Und dann können wir das machen. Und jetzt haben wir wieder nur einen gemacht. Hier brauchen wir jetzt den Barren dafür, dass das klappt, ne? Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Jetzt können wir demnächst den Ofen hier machen, wenn wir die Eisen haben. Und dann können wir das da rechts hinbauen. Das ist schon mal cool, ne? Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit erstmal durch mit unserer Geschichte. Wir wollen den Hof mit dem Ofen 2 machen. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.